willkommen. Heute ist der 9. Dezember. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und wir werden uns jetzt wieder mal an die Adventskalender ansetzen und gucken, was heute so drin ist. Heute ist Mittwoch, also ein ziemlich entspannter Tag. Der Mittwoch und Freitag sind mir immer ziemlich chillig und entspannt und deswegen freue ich mich auch sehr auf den heutigen Tag, weil ich dann nachher noch etwas für Vlogmas aufnehmen werde. So werde ich heute ein kleines Q&A machen und euch auch grüßen, da ich das einige gewünscht haben. Heute ist der 9., habe ich gerade gesagt, ne? Heute ist der 9. Okay, wo ist denn die 9? Ah, okay, die 9 ist das hier. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist eine Kerze, also so wie es hier. Oder es ist halt irgendwas in der Box. Aber okay, guck mal. Ich krieg das gar nicht auf ohne Schere. Ich glaube, ich hatte recht. Ich glaube, es ist eine Bratapfelduftkerze. Ja! Oh! Vor allem ist es halt mega lustig, weil genau diese Kerze habe ich einfach schon mal. Und zwar habe ich die irgendwie letztes Jahr oder so mal bekommen. Einmal habe die noch nie angezündet. Aber ich werde mir auf jeden Fall jetzt vornehmen, diese Kerze hier einmal dieses Jahr anzuzünden. Und es gab auch schon so ein Kalender von meiner Mutter. Und zwar ist diese hier mit koreanischen Sprichwörtern. Heute ist doch der 9., oder? Ich vergesse die ganze Zeit. Heute ist der 9. Okay, dann fangen wir jetzt mal die Nummer 9 aus. Sagmi, Manemion, Vega, Sonne, Ro. Okay, also es heißt irgendwas mit zu viel. Und irgendwas mit einem Berg, weil Sun heißt Berg. Und zwar steht hier drauf: Zu viele Kapitäne fahren das Schiff auf den Berg. Also übersetzt sozusagen, oder in der deutschen Version: Viele Köche verderben den Brei. Ja, dieses Sprichwort kenne ich sogar schon: Viele Köche verderben den Brei. Genau, und heute, wie gesagt, werde ich euch nachher noch einige Fragen beantworten und auch euch grüßen, weil es einige gewünscht haben. Und ich muss jetzt aber erstmal in die Schule gehen. Es ist nicht mittlerweile, glaube ich, schon irgendwie 7.10 Uhr oder so. Ich muss gleich los. Und ich habe heute Musik, Sport, Bio und Mathe. Diese Fächer. Genau. Also, eigentlich ein relativ entspannter Tag. Ja, doch. Ja. So, es ist jetzt 14 Uhr und ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ja, der Tag wurde eigentlich ziemlich gut. Das heißt gut, aber es war nicht so anstrengend, die Schule. Aber ich war irgendwie sehr müde morgens. Aber ich werde mich jetzt mal umziehen. Und dann werde ich die Kommentare raussuchen und die Fragen von euch raussuchen, um diese dann nachher zu beantworten. Ohne Witz, das ist so schlimm, das ist wirklich eine Sache. Ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze regeln soll. Aber die Sache ist halt, dass ich mich hier immer umziehe nach der Schule. Und ich möchte diese Sachen dann natürlich nicht nur einmal tragen, sondern mehrmals tragen. Und deswegen habe ich so einen, ich kann es euch zeigen, komischen Haufen hier auf meiner Heizung. Das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Das ist mir echt peinlich zu zeigen. Weil normalerweise mein Zimmer ist so ordentlich, alles ist so ordentlich. Und dann kommt immer dieser komische Haufen hier mit allen Klamotten. Was soll ich jetzt anziehen? Ich muss mir eins davon jetzt aussuchen. Keine Ahnung, was soll ich davon anziehen. Ja. Ich habe mir zum Beispiel schon überlegt, ob ich mir vielleicht so eine Kleiderstange kaufen soll, dass ich einfach die Klamotten dann da aufhänge, weil das wirklich nicht so schön ist auf der Heizung. Ich weiß nicht, aber ich habe auch keinen Platz für eine Kleiderstange und ich glaube, so wichtig ist es jetzt auch nicht, aber... Vielleicht habt ihr eine Idee. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Ideen habt. Und ich glaube, ich sehe einfach nochmal das gleiche von gestern an. Also das hier. Ja. Und die erste Sache, die ich jetzt machen muss, ist auf jeden Fall den Vlog zu schneiden. Ja. Ich schreibe mir jetzt mal Karteikarten für einen Vortrag, den ich morgen halten muss. Dann nehme ich so eine kleine Karteikarte, weil ich glaube, das reicht. So, ich habe jetzt gerade noch eine Sache für den Vortrag ausgedruckt und die seht ihr hier die ganze Zeit gar nicht, aber egal. Genau, und ich denke mal, dass ich nachher noch Physik lernen werde, aber erst später. Okay, ihr seht mich gerade wirklich nicht. Weil ich nachher noch den Rest machen werde für die Schule. Also um 18 Uhr bin ich mit einer Freundin verabredet, sozusagen telefonieren, dass wir nochmal den Dialog von morgen durchgehen. Und danach werde ich dann auch für Physik nochmal etwas lernen. Aber jetzt werde ich mich nochmal auf YouTube konzentrieren und... Was ist der Fokus, ey? Was ist denn das? Hi! Und jetzt werde ich erstmal Kommentare und Fragen von euch raussuchen, die ich dann gleich beantworte. Und dann habe ich noch 2 Stunden Zeit, bis wir telefonieren. Also, passt. We'll be right back.
unseren Dialog fertig gemacht, beziehungsweise noch einmal durchgesprochen. Und ich werde jetzt duschen gehen und dann werde ich eure Fragen beantworten und euch grüßen. Und ja, aber erstmal ganz kurz duschen gehen. Okay, hi. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Kennt ihr das, wenn ihr euch einen hohen Zopf macht? Und dann sehen die Haare so aus. Also falls euch diese kleine Q&A-Runde gefällt und auch diese Grüßrunde gefällt, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich vielleicht in Zukunft innerhalb dieses Vlogmas noch einmal oder noch mehrmals diese kleine Talkrunde vielleicht machen. Als allererstes hat mich Julina gefragt, ob ich mal wieder selbstgeschriebene Gedichte von mir veröffentlichen könnte. Da ich ja, ich glaube letztes Jahr, zwei Gedichte veröffentlicht habe von mir, die ich selbst geschrieben habe. Und momentan schreibe ich nicht mehr so viel, wie ich letztes Jahr geschrieben habe. Also falls ihr mich jetzt schon seit letztem Jahr verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich letztes Jahr noch extrem viel geschrieben habe oder viel veröffentlicht habe. Ich war auch dieses Jahr schon bei mehreren Poetry Slam Veranstaltungen, wo ich selbst mitgemacht habe und meine eigenen Gedichte vorgetragen habe. Aber ich habe dieses Jahr nicht so viel geschrieben, was ich gerne teilen würde, weil ich generell weniger geschrieben habe und die Sachen, die ich geschrieben habe, nur für mich geschrieben habe. Also wirklich nur für mich und die auch absolut gar keinem gezeigt habe. Nicht mal meiner besten Freundin und ich zeige eigentlich alles, was ich schreibe. Aber falls ich mal wieder Gedichte habe, die ich auch gerne teilen möchte, mache ich das auf jeden Fall hier mit euch natürlich. Da ich glaube, dass es eine sehr coole Plattform und ein cooler Ort ist, um das Ganze mal auszutauschen und mit euch zu teilen. Also das auf jeden Fall. Aber Dankeschön, Julina, für deine Frage. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum nächsten Menschen. Und zwar ist das Pia. Und Pia hat mir geschrieben, dass sie durch mich angefangen hat zu meditieren. Was ich sehr, sehr cool finde, da mir meditieren sehr geholfen hat in meinem Leben. Und ich es cool finde, wenn ich dadurch andere inspirieren kann und sie auch zu solch einer, solch einer Gewohnheit vielleicht anregen kann. Also sehr cool. Danke Pia fürs Teilen. Die nächsten Fragen kommen von Sarah. Sie hat zwei Fragen gestellt. Und die erste Frage ist, weil ich ja mit meinem Kanal angefangen habe. Und zwar habe ich tatsächlich 2016 angefangen. Seit 4 Jahren mache ich jede Woche mindestens ein Video. Das ist so krass. Das ist wirklich echt krass. Aber ich sag mal so, den jetzigen Kanal mit diesem Kanalthema, mit dieser Nische, mit diesen Videos mache ich erst seit Anfang dieses Jahres. Denn ich habe Anfang dieses Jahres meinen Kanal umgestellt und habe so einen Neuanfang gemacht und habe dann angefangen, diese Videos in dieser Art hier zu produzieren. Und davor habe ich so Lifestyle-Content gemacht. Bisschen Comedy früher. Und was eigentlich was ganz anderes. Ja. Und die zweite Frage von Sarah ist, ob es mir schwerfällt, Schulsachen zu machen, wenn ich gleichzeitig die Vlogs hier machen muss. Und ich würde sagen, das Ganze ist so teils, teils, denn ja, es ist auf jeden Fall anstrengend, die Vlogs nebenbei zu machen, neben meinen normalen Aktivitäten, also das auf jeden Fall, da ich so viel mehr Zeit einplanen muss, das auf jeden Fall schon, aber es macht halt erstens mega viel Spaß und zweitens motiviert es mich auch, produktiver zu sein am Tag, da ich ja möchte, dass ich euch auch hier Szenen irgendwie zeigen kann und nicht irgendwie die ganze Zeit nur zeige, wie ich nichts mache. Und deswegen, motiviert mich das aber auch, Schulsachen zu machen. Deswegen würde ich sagen, so teils, teils, es ist anstrengend, aber es motiviert mich auch sehr. Dann hat Elena auch zwei weitere Fragen gestellt. Und zwar fragt sie einmal, bist du großer KF-Fan? Also falls ihr es nicht wisst, KF ist ein Sänger. Ich glaube, er ist eher unbekannter, aber er ist ein deutscher Pop- und Rap-Sänger, würde ich mal behaupten. Und zwar war ich von 2017 bis letztes Jahr ein sehr großer Fan von ihm und habe Kai mittlerweile auch, ich glaube, irgendwie 4-mal schon getroffen und war immer auf seinen Konzerten die letzten Jahre und war ein sehr großer Fan von ihm. Dieses Jahr habe ich wirklich angefangen, fast ausschließlich K-Pop zu hören und deswegen bin ich nicht mehr so ein mega großer Fan von ihm. Also mit Fan meine ich jetzt aktiv irgendwie supporten. Natürlich höre ich immer noch seine Musik gelegentlich, aber ich bin jetzt kein aktiver Fan von ihm, würde ich jetzt mal behaupten. Obwohl ich immer, auch die letzten Vlogs, immer abends mein rotes Shirt hatte. Und das rote Shirt war tatsächlich KF-Merch. Deswegen, ja, ich mag ihn noch sehr gerne, höre seine Musik sehr gerne. Aber bin jetzt kein großer Fan, wenn man das so nennen kann, ja. Und die zweite Frage ist, mit welcher App ich Vokabeln lerne. Und ich lerne momentan mit Quizlet-Vokabeln. Genau. Dann fragt Lisa, warum ich bei uns nicht mitwichtel in der Familie. Denn ich habe vor einigen Tagen mal erzählt, dass wir bei uns in der Familie wichteln. Also das heißt, falls ihr nicht wisst, was es ist, dass wir alle jemanden ziehen, ein anderes Familienmitglied ziehen und dann für dieses Familienmitglied ein Geschenk kaufen müssen. Und wir wissen untereinander natürlich nicht, wer wem was schenkt. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und ja, ich mache aus zwei Gründen nicht mit. Der erste Grund ist, dass wir jemanden brauchen, der das Ganze organisiert. Und ja, guckt, wer wem was schenkt und guckt, dass niemand irgendwas verrät und die Geschenke einpackt, die Geschenke irgendwie hin dirigiert und so. Dann brauchen wir nämlich so eine Organisations- und Planungsperson und ihr kennt mich, ich liebe organisieren und planen, deswegen, ja, habe ich mich da freiwillig zur Verfügung gestellt. Und der zweite, eigentlich noch wichtigere Grund ist auf jeden Fall, dass ich so ein kleines Problem mit Geschenken habe, würde ich sagen. Also ich bin eine ziemlich schwierig zu beschenkende Person. Das heißt nicht, dass ich mich über Geschenke nicht freue, aber es heißt eher vielmehr, dass ich sehr achtsam umgehe mit Geschenken, die ich selbst schenke und es mir sehr wünschen würde, dass Personen, die mir was schenken, damit auch sehr achtsam und bewusst umgehen würden. Das heißt, überlegen, was kann ich der Person schenken, worüber sie sich wirklich freut und was sie wirklich braucht. Und ich weiß, dass ich persönlich ein Mensch bin, der jetzt in meinem jetzigen Zeitraum, in dem ich gerade momentan nicht so viel brauche und nicht so viel
möchte und deswegen bin ich, glaube ich, eine ziemlich schwierig zu beschenkende Person. Und mir tun viele Leute, glaube ich, leid, die mir was schenken wollen, weil sie immer unsicher sind. Und ich möchte gar nichts dagegen sagen, also wirklich, ich freue mich wirklich über jedes Geschenk eigentlich. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir als Gesellschaft einfach achtsamer und bewusster umgehen mit Dingen, die wir kaufen. Und deswegen auch mit Dingen, die wir anderen Leuten schenken. Und ich glaube, da, wie oft einfach irgendwas, oder das heißt oft, aber vielleicht öfter mal irgendwas einfach nur kaufen, weil wir irgendwas schenken wollen. Und dieses Schenken um des Schenkens willen finde ich schwierig. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, bin ich so eine Geschenkeperson, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, ich schenke sehr gerne anderen Leuten etwas, also das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, so Geschenke bekommen, ja, ist bei mir ein bisschen ein schwieriges Thema. Vielleicht kommt es jetzt komisch rüber, es soll irgendwie gar nicht, weiß ich nicht, arrogant oder undankbar rüberkommen. Es soll, es ist eigentlich das Gegenteil, wirklich. Ich glaube, ich verstehe, was ich damit meine. Und ich glaube, ich bin gerade voll rot im Gesicht. Aber ich war auch gerade duschen und so und deswegen kann es sein, dass ich wirklich rot bin, aber ja. Und Tuba, ich hoffe, man spricht deinen Namen so aus. Sie hat nämlich geschrieben, dass sie diesen Bratapfeltee gerne mal probieren möchte, den ich auch getrunken habe. Und der ist wirklich sehr lecker, deswegen musst du wirklich unbedingt mal probieren. Und dann hat sie noch geschrieben, dass sie gerne gegrüßt werden würde und dass ihre Vorfreude auf den nächsten Vlog morgen gigantisch ist. Ja, erstmal danke für deine Unterstützung und es freut mich sehr, wenn dir meine Vlogs gefallen. Und ich wünsche dir noch guten Appetit und viel Spaß beim Probieren des Bratapfeltees. Jessica oder Jessica hat mich gefragt, ob mir das Lernen in der Schule schwer fällt oder beziehungsweise leicht fällt, sie eher geschrieben. Denn bei ihr war es so, dass sie sich immer schwer getan hat, aber sich sehr bemüht hat. Und da hat sie mich gefragt, wie das denn bei mir so ist. Also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was du damit meinst, mit dem Lernen in der Schule. Falls du damit meinst, ob ich was im Unterricht lerne, dann muss ich sagen, es fällt mir nicht schwer, im Unterricht etwas zu lernen, da ich immer, ja sehr, also ich glaube, ich bin eine Person, die relativ schnell Dinge versteht und deswegen lerne ich auch nicht so mega viel zu Hause, da ich wirklich versuche, immer im Unterricht alles zu verstehen und dann nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe. Und deswegen das Lernen, da fällt mir nicht schwer. Wenn du jetzt aber meinst, dass ich irgendwie außerhalb des Unterrichts etwas lerne, dann ja, also zum Beispiel jetzt in Freistunden oder so, dann fällt mir das Lernen dort schon öfter mal schwer, da ich halt bei Freistunden mit meinen Freunden oder Freundinnen zusammensitze und natürlich da immer so die, natürlich da immer diese Gefahr von Ablenkung ist. Aber ja, ich glaube, du meinst sowieso eher so das Lernen im Unterricht. Und ich weiß nicht, also mir persönlich fällt es nicht so schwer und bin dafür auch sehr dankbar. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Ja. Dann haben wir hier noch einmal vier Mädels, die gerne gegrüßt werden würden. Und zwar grüße ich euch Lynn, Maylin, Chiara und Johanna. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und ja, genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hoffe, dass es euch gut geht. Und dann hat Kea mich noch gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, da ihr die Ideen fehlen und sie auch nicht möchte, dass ihr Dinge geschenkt werden, die sie nicht braucht. Genauso wie ich es auch schon gesagt habe vorhin. Und ich wünsche mir ein paar Sachen zu Weihnachten, aber auch nicht so viele. Aber ich habe vor, diese Ideen oder Wünsche bei euch zu teilen in einem Video. Ich glaube, in den nächsten Tagen sollte das online kommen. Also meine Weihnachtswunschliste. Und die werde ich, wie gesagt, auf jeden Fall mit euch teilen in einem neuen Vlog, in einem neuen Video in den nächsten Tagen. So, Nele hat gefragt, ob ich sie eventuell grüßen könnte, deswegen ja, hi Nele, ich hoffe, es geht dir gut. Und hat sie mich noch gefragt, ob ich mir einen Lernplan mache oder ob ich Tipps habe zum Lernen wahrscheinlich. Genau, also ich mache mir an sich schon einen Lernplan, aber ich mache es mir oft nicht schriftlich, sondern einfach nur so im Kopf. Dann ist es für mich so eine Routine, dass ich immer zwei Tage vor dem Test anfange zu lernen. Hat sie es vielleicht auch schon in den Vlogs so ein bisschen mitbekommen. Zum Beispiel schreibe ich morgen Physik und ich habe gestern angefangen Physik zu lernen. Und so mache ich mir dann meine Karteikarte, schreibe deine wichtigen Sachen auf und dann wiederhole ich das noch am nächsten Tag. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Lernen. Das bezieht sich jetzt auf einfache Tests, wenn ich jetzt natürlich irgendwie wichtigere Arbeiten, Kontrollen, Klausuren, was weiß ich, gerade sowas schreibe, dann natürlich sieht meine Routine noch ein bisschen anders aus, aber so bei einfachen Tests sieht meine Routine so aus, wie ich gerade schon besprochen habe. Und deswegen mache ich mir da auch keinen super komplizierten, komplexen Lernplan, da das einfach keine Sache ist, die ich mir ja sehr, sehr überlegen muss oder sehr viel planen muss. Deswegen habe ich da nicht so einen richtigen Lernplan, aber halt so einen kleinen in meinem Kopf, damit ich halt so ungefähr die Routine natürlich weiß und die Gewohnheiten weiß, aber keinen super komplexen Lernplan, Lernsystem da. Und Sarah hat mich gefragt, ob ich ein Foto von diesem Korean Starter Kit posten könnte. Denn vielleicht, falls ihr meine Vlogs kennt, wisst ihr, dass ich dass ich morgens immer meinen Kalender auspacke, also meinen Adventskalender. Und dort habe ich einfach meine Mutter und sie macht mir jeden Morgen ein koreanisches Sprichwort rein. Und am 6. Dezember war ein Korean Survival Kit drin, also ein koreanisches Survival Kits, also mit kleinen Sachen, die man wissen sollte, wenn man irgendwie in Korea ist oder Koreanisch sprechen möchte. Und die Sachen werde ich jetzt hier in die Kamera halten. Könnt ihr gerne einen Screenshot von machen. Aber erstens gebe ich darauf keine Garantie, dass es richtig ist. Und zweitens findet man diese Sachen auch sehr einfach im Internet. Also das sind wirklich nur 5 einfache Sätze. Die findet man überall im Internet. Aber ich könnte euch sehr gerne einen Screenshot von machen, falls ihr das möchtet. Sehr gerne.
Und dann hat Anna mich noch gefragt, ob ich irgendwelche Lieblings-YouTuber oder YouTuberinnen habe, die sich mit Minimalismus beschäftigen bzw. Minimalisten sind. Und spontan würde mir da auf jeden Fall Jana Klar einfallen. Jana Klar war auch so meine Inspiration in dem Thema Minimalismus. Eine deutsche YouTuberin und dann noch Minimal Mimi oder Minimal Mimi. Ach ja, genau. Und dann noch Vio vom Kanal I Am So Vio. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Das sind jetzt so die drei YouTuberinnen, die ich kenne, die sich damit beschäftigen im deutschsprachigen Raum. Genau. Jasmin würde auch gerne von mir gegrüßt werden, deswegen, hi Jasmin, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Und sie hat mich gefragt, ob ich koreanische Wurzeln habe. Und ja, meine Mutter ist Koreanerin, aber hier in Deutschland aufgewachsen und geboren. Aber tatsächlich bin ich halb Koreanerin und habe koreanische Wurzeln, genau. Johanna würde auch gerne gegrüßt werden, deswegen, hi Johanna, ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Vielen Dank fürs Kommentieren. Und Laura fragt mich, ob ich meine Weihnachtsgeschenke zeigen kann. Und ja, das kann ich sehr, sehr gerne machen, also gar kein Problem. Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so interessant wird, da ich wahrscheinlich fast nur die Dinge bekommen werde, die ich mir auch wünsche. Aber ansonsten werde ich vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten bekommen, die ich euch natürlich auch sehr gerne zeigen kann. Deswegen bestimmt mache ich noch so ein Video mit Geschenken, die ich dann bekommen habe. Und die letzte Person, die ich heute noch grüßen möchte, ist Paula. Danke für deinen Kommentar. Ja, ich hoffe auch, dass es dir gut geht. Danke, dass du mir geschrieben hast und einen Kommentar da gelassen hast. So, auf jeden Fall sind da immer noch sehr, sehr viele weitere Kommentare in der Kommentarbox unter den letzten Videos. Deswegen kann ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil machen, falls ihr darauf Lust habt, auf so eine kleine Q&A-Runde und Grüßrunde. Ein Grüßrunde ist so ein komisches Wort, aber ihr wisst, was ich meine damit hoffentlich. Ich würde auch sagen, das war es eigentlich schon für heute. Es ist jetzt mittlerweile 19 Uhr und ich werde heute nichts sehr Besonderes machen, glaube ich, außer Abendessen und dann schlafen. Ach, ich muss noch ein bisschen Physik machen. Ein bisschen Physik. Aber das war's. Ja, das war's eigentlich für heute. Deswegen danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Vlog. Morgen wieder um 18 Uhr rum. Danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass es euch allen gut geht. Bis morgen. Tschüss.